Wachlokal Vincent Posten. Da wollte ich hin. Wollte ich da hin? Gott sei Dank ist das Händlerviertel abgeschlossen. Es ist doch einfach viel zu viel. Man kann sich hier viel zu viel angucken. Geht's noch mal in den Kerker, dann ist Vincent wahrscheinlich hier unten im Kerker. Und hier haben wir noch eine Menge zu tun, ne? Vincent ist doch nicht hier. Verdammt, ist das stark! Was ist stark? Das geht euch nichts an. Ich wollte doch nur... Was, hat der Drogen genommen oder was? Habt ihr eine Erkältung? Ihr seid recht unerfahren. Erfahren genug, um zu wissen, wie man Fistech am besten einnimmt. Man schiebt die Haut zurück und reibt... Ihr seid recht unerfahren. Na, da, wo man die Haut zurückschieben kann, Jesro. Solltet ihr Fistech bei Coleman im haarigen Bären kaufen? Sag nicht, dass ich euch schicke. Ich habe Fragen. Aber vielleicht sollten wir ihn erstmal ein Schwätzchen machen, keine Ahnung. Warum wurde der Professor aus dem Gefängnis entlassen? Der hat mächtige Freunde. Lasst euch das eine Warnung sein. Erzürnt niemanden, der mächtiger ist als ihr. Ich sollte mehr wie die Stadtwache sein? Und Verbrecher freilassen, wann immer jemand mit einem Geldsäckel herumwedelt? Hey! Ihr steht nach wie vor unter Beobachtung. Außerdem hat jemand die Kaution für ihn gestellt. Völlig legal. Wer war der Wohltäter? Keine Ahnung. Das Geld wurde von Vivaldis Zwergenbank überwiesen. Kann man nicht zurückverfolgen. Wechseln wir das Thema. Ich kriege Ärger, wenn ich mit euch darüber rede. Hier, Vivaldi, den wir besucht haben, der Zwerg. Das ist der Typ der Zwergenbank. Sag das doch. Ich habe Fragen. Fragt. Foltest muss die Salamandra wirklich hassen, wenn er einen Preis auf den Kopf des Professors aussetzt. Das ist kein königliches Gold. Es stammt aus privaten Mitteln. Interessant. Außerdem gibt es Belohnungen für Salamanderabzeichen, die toten Banditen abgenommen werden. Das klingt super. Wer ist dieser Philanthrop? Ich kann's euch nicht sagen, aber der Repräsentant des edlen Spenders verbringt seine Abende in der Taverne. Dem werde ich auf den Grund gehen. Vielleicht sollten wir den wirklich hier mal... Ich schenke den mal hier. Also der mag ja die Drogen und wir haben ja so ein paar Drogen, haben wir den hier abgenommen. Geben wir den noch einfach mal. Bei gutem Fistech sage ich niemals nein. Bei wem habt ihr dieses Hexerschwert beschlagnahmt? Vielleicht, aber nicht heute. Bevor ich in die Kloaken runtergestiegen bin, irgendwas sagt mir, dass das kein Zufall war. Wo finde ich Thaler? Da war jetzt gerade ein bisschen was durcheinander. Auf eurer Karte. Aber tötet ihn nicht. Wir haben eine Abmachung mit ihm. Diesem Laster solltet ihr abschwören. Genau, keiner macht ihm Drogen. Vielleicht, aber nicht heute. Das war die Antwort, die er eigentlich hier oben sagen sollte, ne? Adieu. Naja, gut. Das mit dem Hexerschwert war das ja. Ich fühle mich, als könnte ich einen Kavallerieangriff aufhalten. Okay, der hat sich hier die Birne zugeknallt. Als könnte ich einen Kavallerieangriff aufhalten. Ich fühle mich. Aber wir wollten doch noch wissen, wo der gefangene Typ ist. Ach verdammt, ich hab's verbockt. Und wo ist Vinci? Ich will Vinci. Naja. Was soll's? Das finden wir schon raus, wohin sie ist. Aber erstmal. Gut. Vinci haben wir nicht getroffen hier unten. Kommen wir eben später mal wieder. Und wie spät haben wir es denn hier? Wir haben es um 3. 3 Uhr in der Früh. Da ist noch kein Hahn wach. Und ich guck mal, was kann man denn 3 Uhr in der Früh machen? Oh Gott, haben wir viel zu tun.
Verdammter Mist. Verdammt. Beringer müssen wir suchen. Da müssen wir mit Kalk schon reden. Den Alkoholfahrtfahrer kann man auch. Gott, wir haben so viel Zeugs hier. So viel Zeugs. Der Komplize als Zeug. Das ist das, was wir gerade machen. Gefängniswärter Jethro fragen. Aber Jethro sagt uns nichts. Jethro hat sich die Birne vollgebrettert. Vielleicht fragen wir doch nochmal. Vielleicht ist er wieder nüchtern. Ich glaube zwar nicht, weil wir gerade da waren, aber ich sage mal so, es ist ja nicht immer unbedingt, die Zeit verläuft ja nicht unbedingt logisch hier in solchen Spielchen. Da hat sich mal wieder was reingezogen. Ich habe Fragen. Fragt. Wo ist denn der Gefangene? Komm. Unter meinen Habseligkeiten fehlt ein Päckchen. Habe ich gar nicht gemerkt. Was fehlt denn uns? Ich sag's einfach mal, das ist vielleicht wichtiger als den Salamander hier. Wir wollen mein Zeug klar. Unter meinen Habseligkeiten fehlt ein Päckchen. Seid froh, dass ihr deshalb nicht länger absitzen müsst. Wir haben es beschlagnahmt. Erwähnt es dem Hauptmann gegenüber nicht. Verdammte Diebe. Das, der Witz ist, ich weiß nicht mal, was hab ich denn mit, was haben die denn von mir genommen? Was für ein Päckchen? Weiß es nicht. Ich habe Fragen. Fragt. Wisst ihr etwas über den gefangenen Salamander? Warum sollte ich euch das verraten? Der Hauptmann, ich hab dir gerade Drogen gegeben. Vielleicht kann ich euch ja überreden. Pulver würde helfen. Hab mich dir doch gegeben. Ach, jetzt müssen wir die nochmal hier so Drogenzeugs geben oder was, ja? Können wir noch ein bisschen Schwarzpulver geben? Kann ich auch durch die Nase ziehen. Vielleicht auch ein Newton-Effekt. Aber ich denke mal, wir nehmen hier Fistech. Bei gutem Fistech sag ich niemals nein. So, jetzt komm hier. Wo ist der Gefangene? Mir etwas von dem Gefangenen. Wo ist mein Päckchen? Aber. Ich weiß doch kaum etwas. Wo ist er? Er wurde in Majorans Krankenhaus gebracht. Danke. Wo ist mein verdammtes Paket? Was war in diesem Paket? Das lässt mir gesagt keine Ruhe. Jetzt will ich wissen, was in dem Paket war. Fehlt uns was Wichtiges? Hier haben wir noch alles, oder? Ein Siegerring des ewigen Feuers? Boah, ich habe keinen Plan. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja. War wohl nicht so wichtig. Sonst hätte ich es mehr gemerkt. Also ins Krankenhaus. Ein neues Ziel. Was haben wir denn noch? Ein alter Freund. Das Krankenhaus. Da gehen wir aber mal irgendwie am Tage hin. Gedächtnis einer Klinge. Genau, wir gehen einfach mal 3 Uhr morgens. Ist doch ein guter Zeitpunkt, um ins Gasthaus zu gehen, nicht wahr? Da sind die Gäste bestimmt alle schön gesprächig, die noch aufrecht stehen. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Das glaube ich auch nicht. Aber mir fällt nichts Lustiges ein, was du sonst werden kannst. Straßenkehrer. Hast auf alle Fälle eine Menge zu tun. In der versifften Gegend hier. Na, stimmt, hier, den müssen wir auch noch seinen Ring geben, aber der ist immer der Brust. Boah, hast du mich erschrocken? Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber die Stimme kam auf einmal so direkt ans Ohr. Die Geist oder sowas redet mit mir. Wieder einer der 4 Banditenanführer, die hier sind. So, hier soll ja irgendwo die Kneipe sein, Mann. Der bärige Hase, der haarige Bäre, hasige Bäre. Oh, haben wir noch andere Anschlag? Ne, haben wir nicht. Keine neuen Aufträge. Zum haarigen Bären, so. Dann wollen wir mal hier die hiesige Saufgemeinschaft ein bisschen aufmischen. Ah, geht doch gleich gut los. Nur ein Hexer. Nur? Geralt, seid gegrüßt. Was ist passiert? Eine Machtdemonstration.
Sie haben ein Fenster eingeschlagen und Coleman 3 Bolzen in den Wanzen gefeuert. Sie haben Bolzen mit Streuköpfen verwendet. Eine Spezialität der Hafka und vollkommen illegal. Wer hat ihn getötet? Die verdammten Skoyatel. Jetzt wird man ihn als guten Mann hinstellen, der alten Damen über die Straße geholfen hat. Ich spüre schon ein Pogrom heraufziehen. Diese verdammten Pisser haben eine Liste ihrer Feinde erstellt und damit begonnen, sie zu eliminieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Warum Coleman? Wer ist Coleman? Rache? Wahrscheinlich hatten ein paar junge Elfen eine Überdosis. An einem Bolzen war eine Notiz befestigt. Händler des Weißen Todes. Er hat Fistech an Kinder verkauft, billiger als alle anderen. Ihr wisst ja, wie schnell man davon abhängig wird. Mich überrascht, dass sie in der Stadt zugeschlagen haben. Sie fühlen sich stark, jetzt wo sie Waffen haben. Irgendein Narr hat Geschäfte mit ihnen gemacht. Ich verdächtige Haren Brock. Was na, die auf alle schreckliche Zeiten. Aber mich... Eine Splitterspitze. So, bringt euch Ganzes in den Bauch rein, tritt in drei Teilen am Rücken wieder aus und zerfetzt dabei die inneren Organe. Eine Spezialität der Hafka. Nutzlos gegen gepanzerte Soldaten. Sie zersplittern bereits an der leichtesten Rüstung. Sie werden benutzt, um Zivilisten zu töten. Als grausame Warnung für andere. Ich weiß, woher die Waffen stammen, mit denen Coleman getötet wurde. Ich muss solche Situationen vermeiden. Neutral bleiben. Mich nicht einmischen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu spät. Wir sind doch jetzt hier mittendrin. Und... wer ist Coleman? Frage Nummer 1. Frage Nummer 2. Wir haben eine Quarantäne. Wie verdammt kommt Mr. Zwerg hier, Mr. Soldan hier rein? Ich musste hier den halbe Dorf auseinandernehmen, um hier reinzukommen und der geht einfach durch die Tür oder was? Ah, jetzt sind das Fragen über Fragen. So. Ich höre schon wieder Faustkämpfer an der... im Hintergrund. Coleman, wer ist Coleman? Ich weiß es nicht. Aus nächster Nähe wurde er erschossen. Keiner hat was gesehen hier, oder wie? Hallo, Kellnerin. Willst du was erzählen? Hallo, möchtet ihr etwas essen? Oder führen euch andere Gründe her? Na, du was für andere Gründe? Der macht das, der wir meint haben das wirklich, ne? Ein sehr bequemes Bett hinten. Was darf sein? Ja, gehen wir nach hinten. Ich sag, der ist echt hier so... fit wie ein Tonschuh in der ländlichen Gegend. Bisschen was Interessantes passiert, bis auf dass die Leiche, die niemand wegräumt. Kämpfen miteinander. Andere wetten auf den Sieger, manchmal verprügeln sie Besucher. Das ist alles sehr, sehr langweilig. Ja, ich hab auch lieber den senkrechten Sport, ne? Gehen wir nach hinten. War nur ein Scherz. Mein Mann würde mir den Kopf abreißen, wenn ich mit euch ginge. Vielleicht sollten wir es riskieren. Nein, kürzlich hat er mich so sehr verprügelt, dass ich einen Zahn ausgespuckt habe. Das ist aber nicht so nett von ihm. Das war jetzt auch wirklich so... mit Verheirateten. Der kennt da echt keine Gnade, Geralt. Der nimmt wirklich alles. Können wir denn hier irgendwas verkaufen? Wir haben doch irgendwie immer noch so viel Zeugs. Brauchen wir unbedingt zwei Weinsorten? Ich glaube nicht. Verkaufen wir jetzt einfach mal den Wein. 8 Ohren reines Gewinn. Nierenfett. Ja, den Wodka und so, den würde ich lieber behalten. Das ist ja doch bestimmt nicht so preiswert, das Zeug. So, was haben wir denn hier alles? Schurke, Schurke, Schurke. Ich würde sagen, genau hier sind wir richtig. Wer will einer aufs Maul? Hier, ich will einen aufs Maul geben. Was mit ihm? Faustkämpfer, zäher Faustkämpfer, Butterbohnen. Was? Seid ihr ein erfahrener Faustkämpfer? Ich habe schon einige weich geprügelt. Warum? Ich habe Fettfried besiegt und suche jetzt einen neuen Gegner. Ihr habt etwas gegen Dicke? Also eigentlich nicht. Das muss man jetzt ganz klar sagen, aber wir können ihn ja ein bisschen provozieren. Nö, eigentlich nein. Nicht. Wollt ihr jetzt kämpfen oder heim zu Mama? Wie hoch ist der Einsatz? 75 Ohren. Na, das habe ich doch easy peasy. Hier gibt's Regeln. Gibt es Regeln? Wahrscheinlich nicht. Nur eine. Es gibt keine Regeln.
Gut. Oho. Also, und ich dachte, dabei? Das sind zwei. Niemand redet über den zweiten. Ja, dann klar bin ich dabei. Butterbohnen, die Bohnenstange. Ich weiß überhaupt nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht. Oh, der kann ausweichen. Wie macht man das? Mein Boxkampf habe ich echt noch nicht durchgesehen. Wir haben ja irgendwie... Ein Fußball in der Leiste. Da fällt der Bodensack. So einfach, viel zu einfach. Ich sehe doppelt. Ich habe gewonnen. Wählt. Zwei Flaschen Alraunentinktur, eine goldene Halskette oder 150 Orens. Was soll ich mit dem Zeug? Was ist eine Alraunentinktur? Zwei Flaschen Alraunentinktur. Wenn ich wüsste, was das ist. Weil die goldene Halskette will ich nicht. Was soll ich damit? Alraunentinktur oder das Gold? Alraunentinktur oder das Gold? Das Gold brauchen wir eigentlich für die Rüstung, ne? Die Alraunentinktur. Sie gehört euch. Muss ja auch was wert sein, aber jetzt gucke ich mal, was das ist hier. Kirschgeist-Tinktur, Pflaumentinktur, Alraunentinktur. Ey, der 2 Alraunentinktur. Hat er das doch versprochen. Achso, hier die. Toll, das ist nur Alkohol. Na verdammter Mist, da liegt doch lieber das an. Ah, was haben wir denn hier? Eine Süßigkeit. Kann man die auch essen? Hier ist mal. Hab jetzt Hunger auf was Süßes. Sah irgendwie nicht sehr süßigkeitmäßig aus. So, zäher Faustkämpfer. Seid gegrüßt, Weißling. Habt ihr Geld? Wollt ihr kämpfen? Also, mit der Stimme würde ich dir auch umsonst die Rübe verprügeln, aber ich glaube nicht, dass er da mitgeht. Aber wir probieren es mal mit 150, wie viel haben wir gerade? Nee, der andere wollte nur 75 mal. Auf keinen Fall. Nicht mehr. Seid. Ja, komm, für 50. Dann für. Achso, der schlägt 20 vor. Komm, 30. 30 macht er mit. Sollte. Na los. Komm, für 30. Boah, der will gleich hier loslegen wieder. Ich poliere euch die Fresse! Ach, das glaube ich nicht. Siehst du meine Moves? Was habe ich gerade gemacht? Ich habe den irgendwie so aufgeladen, Schlag. Wie ich das gemacht? Und was bringt das? Ihr kämpft wie ein Mädchen! Ja, wie gesagt, Faustkampf. Ich gewinne zwar, aber ich weiß nicht warum. Man muss es einfach so sagen. Ich bin begnadet einfach. Ich hab's im Blut. Ihr seid nicht schlecht. Es ist keine Schande, gegen den Weißhaken. Nee, gegen zu mich verlieren. Zu verlieren nicht, aber so auszusehen wie du, das ist schon eine Schande. So, Holzroller waren wir schon dran. Lass mich zu. Aber vielleicht möchte ich dich auch prügeln. Wer bist du eigentlich? Los, wer will einer aufs Maul? Faustkämpfer, Zier, Faustkämpfer, naja. Butterbohnen haben wir besiegt. Unser Schlägerruf wird sich wieder ein bisschen verbreitet haben. Übrigens, ja, habe ich ganz vergessen hier. Der Mann schlägt hier, das finde ich immer gar nicht nett. Wer ist denn hier, Mann? Der Schankwirt? Wahrscheinlich. Vielleicht sollte man den Schankwirt auch mal da hinten eine rüberziehen. Ja, nicht rein. Gewalt gegen Frauen. Schau an. Schwerter auf dem Rücken, weißes Haar. Seid ihr aus dem Zirkus ausgerissen? Schau nein. An, ne Wartsamkopf. Ich bin immer noch dabei. Wie ich höre, suchen die jemanden wie euch. Spitze Zunge, guter Mann. Was kann ich euch bringen? Was hat das mit diesen Wetten auf sich? Was hat es mit diesen Wetten auf sich? Gucken wir mal. Unterhaltung für die kleinen Leute. Zwei harte Burschen kämpfen und wir wetten darauf, wer gewinnt. Und was springt für diese armen Irren dabei raus? Gold. Die Zuschauer lachen sich ins Fäustchen, während die Jungs Dampf ablassen. Und wenn was schief geht, kriegen die Hunde was zu fressen. Ja, das ist ökonomisch. Schlafen will ich nicht. Wollen wir irgendwas aufbewahren?
Wäre vielleicht eigentlich gar nicht so schlecht hier. So diesen Runstein zum Beispiel, den ich wahrscheinlich eh nie benutzen werde. Den könnte man ja mal aufbewahren. Warum habe ich das noch nicht gelesen? Den Goldring behalte ich lieber, den steckt er sich noch nur ein. Hier den Malmstein können wir auch noch reinschieben. Haben wir schon mal wieder zwei leere Plätze. Hammelbein. Brauchen wir ein Hammelbein? Ich heb's mir mal auf. Diamantstaub nehmen wir mal mit. Hier so wertvolles Zeug will ich dir noch gar nicht geben, muss ich dazu sagen, weil der macht sich da bestimmt auf den Staub, einen großen Staub mit. So, was ist denn hinten los? Hallo? Nix. Gar nichts. Fass hier, im Fass waren wir noch nicht. Auch nichts Neues, nur Alkohol. Den kannst du ihn verwundert. Ja, irgendwie nichts los. Gucken wir ins Gleiche immer noch. Was ist das hier? Pferdekacke oder was? Das ist mal ekelhaft. Räumt das doch mal weg. So begrüßen ihre Gäste. Man tritt gleich mal in so einen Haufen schöne, glitschige Scheiße.